Forschungen umfassen über 1480 Landestellen in 59 Ländern. Mr. Phillips hat sich persönlich mit über 500 UFO-Sichtungen befasst und mehr als 300 Landestellen besucht. Dies sind Bodenproben von 5 aktuellen UFO-Landestellen und ziemlich repräsentativ für 200 bis 300 andere Landeplätze, die ich persönlich besucht habe. Dies ist ein wenig Erde von einer UFO-Landestelle in Delphos in Kansas. Die Erde aus dem Landebereich ist extrem trocken und nicht in der Lage, Wasser aufzunehmen. Statt sich vollzusaugen, schwimmt sie. Die Erdprobe, die nur ein paar Meter davon entfernt entnommen wurde, verhält sich dagegen völlig normal. In Sekundenschnelle saugt sie das Wasser auf. Außer dieser Unfähigkeit, Wasser aufzunehmen, ist die UFO-beeinflusste Erde auch steril. Samen gehen nicht auf, Pflanzen wachsen nicht. Auch hier verhält sich die Kontrollprobe völlig normal. Alle diese Nadeln markieren neuzeitliche UFO-Landestellen, von denen man Ted Phillips in den letzten 8 Jahren informiert hat. Es sind über 150. Ich habe eine ganze Reihe dieser Plätze persönlich unter die Lupe genommen und festgestellt, dass die Ähnlichkeiten in Größe und Form mit den Sichtungen von UFOs sehr übereinstimmen, ebenso die Bodenveränderungen an den Landestellen. Es gibt im Boden Eindrücke von den Landestützen, die auf hohen Druck und großes Gewicht schließen lassen. Meist 3 oder 4 davon, die in Dreieck- oder Quadratform verteilt sind. Viele Augenzeugen leiden unter einer Art Sonnenbrand im Gesicht, am Hals und auf den Händen, wenn ein UFO sehr nah war. Ich habe fast 2000 Personen befragt, die UFO-Sichtungen hatten. Und die haben mich davon überzeugt, dass UFOs sehr real sind. UFOs sind tatsächlich real. Mag eine Halluzination noch so realistisch scheinen, sie kann keinesfalls den Boden dehydrieren. In 80% aller UFO-Beschreibungen ist von einem runden, scheibenförmigen Objekt zwischen 3 und 10 Metern Durchmesser die Rede. Über 400 UFO-Landungen wurden von mehr als einem Zeugen beobachtet. Und das länger als eine Minute und aus einem Abstand von weniger als 80 Metern. Und das sind Leute aus allen Bereichen des Lebens. Polizisten, Reporter, Geschäftsleute aus allen Teilen des Landes, die oft sehr nahe Begegnungen mit UFOs hatten. Interessant ist dabei, dass diese Leute zwar in einem Gerichtsverfahren, sagen wir wegen Mordes, aussagen dürften und man ihnen glauben würde, dass aber ihre UFO-Berichte als unglaubwürdig angesehen werden. Was UFOs angeht, herrscht in diesem Lande eine seltsame Doppelmoral. Ein weiterer von der Existenz von UFOs überzeugter Forscher ist Colonel Wendell Stevens. Ich bin jemand, der Beweise braucht und bereit ist, überall danach zu suchen. Viele Dinge sind in Alaska passiert, die mich in meinem Glauben bestärkten. Aber als ich dann erstmal anfing, selber Fällen nachzuspüren, mit Zeugen Auge in Auge zu reden und solide Informationen bekam, erst dann wurde ich überzeugt, dass da was Reales vorgeht. Zumindest ein Teil dessen, was geschieht, ist real, greifbar, so wie Ihr Auto, das auf der Straße parkt und das Sie anfassen können. Die Beweise sind erdrückend. Da ist etwas, das ist real. Und es ist außerirdisch, ganz ohne Zweifel. Thank you.
Anlässlich meiner vielen Vorträge habe ich mit mehr als 90 Militärangehörigen gesprochen, die über exzellente UFO-Sichtungen während ihrer Dienstzeit berichteten. In allen Fällen wurden ihre Berichte nicht an die Institutionen weitergeleitet, die sich offiziell als einzige mit UFOs befasste, sondern gegen ans Verteidigungsministerium oder den Sicherheitsdienst. Und man hörte nichts mehr davon. Davon ist mir so viel zu Ohren gekommen, dass ich sagen muss, entweder lügen alle diese Leute oder wir haben es mit einem kosmischen Watergate zu tun. Or that we're dealing with a cosmic Watergate. Dieser Satz beschreibt sehr genau die offizielle Reaktion der US-Regierung auf UFOs. Ein gutes Beispiel dafür ist der Unterschied in der Art, wie das FBI mit UFO-Sichtungen umgeht und wie es sich dazu öffentlich äußert. Edgar Hoover betonte in mehreren Briefen, dass die Beschäftigung mit UFOs nicht in den Kompetenzbereich des FBI falle. Hoover schaffte es, die FBI-Akten über UFOs bis 1976 geheim zu halten. Dann allerdings erhielt Dr. Bruce Maccabee nach einer Grundsatzentscheidung zum freien Informationserhalt Einsicht in die Dossiers. Dies sind die Dokumente. Über 1000 Seiten beschäftigen sich mit den geheimen Nachforschungen des FBI und der Luftwaffe bezüglich gesichteter UFOs. Dieses aufrüttelnde Dokument stammt aus der Geheimakte. Es handelt sich um Hoovers eigene Handschrift. In Beantwortung einer Regierungsanfrage zu UFOs schrieb Mr. Hoover Folgendes. Ich würde dazu raten. Aber vorher müssen wir unbedingt Zugang zu den gefundenen Flugobjekten bekommen. Beim Los Angeles-Fall schnappte sich die Armee das Ding und verwehrte uns den Zugang. Ende des Zitats. Diese Notiz zeigt, dass Mr. Hoover UFOs als sehr real ansah und strikteste Geheimhaltung für notwendig hielt. Zu diesen Ansichten beigetragen haben, mag die Bergung eines abgestürzten UFOs. Das geschah am 8. Juli 1947, und zwar durch die Armee. An der Aktion beteiligt war Major Jesse Marcel, der zu dieser Zeit der Nachrichtenoffizier der Air Force Basis in Roswell, New Mexico war. Dort sind auch Atomwaffen stationiert. Major Marcel ist ein kampferprobter Soldat, der im Zweiten Weltkrieg 5 gegnerische Flugzeuge abschoss. Ein örtlicher Rancher führte Major Marcel zum Absturzort an einer abgelegenen Stelle seiner Ranch. Sie fanden einen riesigen Trümmerhaufen. Als alter Flieger wusste ich sofort, dass es sich nicht um einen Wetterballon, ein Flugzeug oder eine Luftrakete handelte. Es war irgendwas völlig Unbekanntes, dessen Teile über eine sehr große Fläche verstreut waren. Wir haben dann damit angefangen, einzelne Teile aufzuheben und eine Menge stockähnlicher Dinge gefunden, die Symbole trugen, ähnlich wie Hieroglyphen. Alles ziemlich rätselhaft. Man konnte sie nicht verbiegen und nicht verbrennen. Ich hab's versucht, aber es ging nicht. Und dann gab's da so eine Art Folie, ähnlich wie Alufolie, aber noch leichter und absolut nicht in der Form zu verändern. Wir haben alles Mögliche damit versucht, aber es ließ sich nicht verformen. Nicht einmal mit einem 16 Pfund schweren Vorschlaghammer. Die Moderatorin einer Radiostation in Albuquerque begann mit einem Bericht von der UFO-Bergung für die Nachrichten. Dies wurde vom FBI unterbrochen mit dem lapidaren Statement: Dieser Beitrag darf nicht gebracht werden. In einer offiziellen Presseerklärung der Armee hieß es, dass man Teile eines UFOs geborgen habe. Major Marcel begleitete den Wracktransport in einer B-29 zum Stützpunkt Roswell. Dort wartete bereits die Presse, aber sein Vorgesetzter General Ramey